Dann möchte ich nochmal gerne alle ein zweites Mal willkommen heißen zu diesem Info-Hangout der Peer-to-Peer-Strategieberatung. Diesmal auch an alle, die sich diese Aufzeichnung im Nachgang anschauen. Ich hatte es gerade schon mal gesagt, wir wollen im Rahmen dieses Info-Hangouts vor allem Ihnen ja, die wichtigsten Informationen zur Peer-to-Peer-Strategieberatung vermitteln und ja, so einen Überblick über den Gesamtprozess mit Ihnen teilen. Dazu haben wir heute Folgendes vor. Ich zeige Ihnen einmal den Ablaufplan. Ich werde gleich erstmal einleitend etwas zum Hochschulforum Digitalisierung sagen, in dem ja die P2P-Strategieberatung verortet ist, bevor ich dann konkreter nochmal auf das Programm der P2P-Strategieberatung eingehe. Und dann schauen wir uns auch nochmal an, wie dann so eine Bewerbung ablaufen würde und was letztendlich Kriterien sind für das Auswahlverfahren, wie das letztendlich stattfindet. Meine Kollegin Barbara Wagner wird dann übernehmen und mit unseren Gästen und Gästinnen in einem kleinen Interview teilgehen, in dem sie ihre Erfahrungen mit der Peer-Beratung mit Ihnen teilen werden und selbst nochmal berichten, was so ihre Erkenntnisse aus der Beratung sind. Und am Schluss gehen wir nochmal in einen offenen Austausch. Der wird allerdings nicht aufgezeichnet. Wir werden aber, ohne persönliche Details zu teilen, alle relevanten Fragen dann nochmal aufarbeiten und für Sie im FAQ im Nachgang zur Verfügung stellen, wenn es Dinge gibt, die eben für die Allgemeinheit ja wichtig wären. Dann am Schluss teile ich nochmal ein paar Kontaktinformationen. Genau, soweit erstmal zu unserem Vorhaben heute. Bevor ich konkret auf die Peer-to-Peer-Beratung eingehe, möchte ich gerne nochmal das Hochschulforum Digitalisierung vorstellen, in dem die Beratung verortet ist und so einen kurzen Überblick über die Arbeitsschwerpunkte, aber auch die Aktivitäten des HFDs Ihnen geben. Also das Hochschulforum Digitalisierung wurde 2014 gegründet. Wir haben also dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum. Und das ist eine gemeinsame Initiative vom Stifterverband, vom Zentrum für Hochschulentwicklung und der Hochschulrektorenkonferenz, wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und letztendlich hat sich das Hochschulforum Digitalisierung so das übergreifende Ziel gesetzt, das deutsche Hochschulsystem zu befähigen, die Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation anzugehen und im Idealfall eben auch zu meistern. Das drückt sich in sehr unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten aus, die auch unterschiedliche Akteure und Akteurinnen des Hochschulsystems fokussieren. Also wir haben da so einen, naja, Fünfklang letztendlich unter den Schwerpunkten informieren. Dazu gehört dann eben sowas wie Website, Blog, Newsletter, beraten. Da ist auch die Peer-to-Peer-Strategieberatung verortet, unter anderem auch eine Fachbereichsberatung, die spezifisch sich an Fachbereiche richtet. Wir haben ja die Aktivität Innovieren. Da haben wir zum Beispiel unsere studentische Initiative Digital Changemaker drin verortet. Dann ganz groß geschrieben Vernetzen. Im Juni zum Beispiel findet das University Future Festival statt. Da kann ich Sie auch schon mal herzlich zu einladen. Und wir haben eben auch noch ja, unterschiedliche Qualifizierungsangebote, Barcamps, Werkstätten, die sich mit verschiedenen Schwerpunkten im Bereich digitaler Transformation beschäftigen. Wie können Sie sich jetzt aber die Peer-to-Peer-Beratung vorstellen? Also zuerst einmal, was ist das genau? Die Peer-to-Peer-Strategieberatung ist letztendlich ein Programm, was Hochschulen und Verbünde über ein Jahr hinweg begleitet und eben dabei die Auseinandersetzung mit der Digitalisierung in Studium und Lehre fokussiert. Das heißt, unser Ziel ist es, Hochschulen dabei zu unterstützen, bei der Weiterentwicklung von strategischen Ansätzen in diesem Bereich.
Und das machen wir eben so, indem das im Rahmen einer ja, strategischen Begleitung stattfindet. Wir widmen uns dem mit einer kritischen Analyse und Diskussion von den Zielen und Maßnahmen der Hochschule und leiten daraus eben gemeinsam mit den Peers Entwicklungsperspektiven, also Empfehlungen für ihre Hochschule oder ihren Verbund ab, wie sie sich dem digitalen Wandel in Studium und Lehre ja, widmen können. Das heißt, letztendlich adressiert die Peer-to-Peer-Strategieberatung auch Hochschule und Verbünde, die Digitalisierung in Studium und Lehre aktiv gestalten möchten und die eben ja, Unterstützung suchen, um die Strukturen und auch Strategien danach auszurichten. Unser Anspruch für die Beratung ist letztendlich, dass wir einerseits keine Allgemeinlösungen präsentieren, sondern dass das HFD eben bedarfsorientiert berät und wir ihre ja, spezifische Ausgangslage und die Fragestellungen, die eben an der Hochschule selbst relevant sind, ins Zentrum stellen. Wir sehen uns dabei als Partner und Prozessbegleiter. Das heißt, wir sind explizit kein Audit, sondern wollen eben in einen vertrauensvollen und in einen offenen Austausch gehen und ermöglichen, ja, dass das eben ein Austausch auf Augenhöhe ist. Und dafür gilt einfach der Grundsatz der Vertraulichkeit für das gesamte Verfahren. Das ist uns sehr wichtig. Ich habe es gerade schon mal gesagt, und das ist letztendlich auch in der Bezeichnung Peer-to-Peer-Beratung ja schon angelegt, dass wir diesen Austausch auf Augenhöhe sehr schätzen. Dazu haben wir erfahrene ExpertInnen anderer Hochschulen mit dabei aus unserer Community. Und auch wichtig ist eben, dass wir ja, uns wünschen, dass das ein partizipativer Beratungsprozess ist, in dem alle Statusgruppen der Hochschule mit eingebunden sind. Das Thema Digitalisierung verstehen wir dabei als Querschnittsthema. Das heißt, es berührt eigentlich alle Bereiche der Hochschule und wir gehen da eben lösungsorientiert mit um, ja, versuchen daraus Lösungsansätze zu entwickeln. Wir in diesem Verfahren sind unterschiedliche AkteurInnen, also drei HauptakteurInnen eigentlich relevant. Das sind einerseits wir als Hochschulforum Digitalisierung, Sie als Hochschule oder Hochschulverbund und die Peer-ExpertInnen, die ich gerade eben schon mal erwähnt habe, die ja in so einem Dreiklang zusammenarbeiten und letztendlich die Beratung zu dem machen, was sie ist. Wir als Hochschulforum Digitalisierung haben eigentlich so diese übergreifende Koordination inne. Das heißt, wir schauen auf das Verfahren als solches, haben Termine, Fristen, ja, die Organisation im Blick und begleiten eben partnerschaftlich den Prozess im Rahmen eines vertrauensvollen und offenen Austausches. Wir behalten die Ziele der Beratung im Auge, reflektieren auch immer wieder über das Jahr hinweg mit Ihnen gemeinsam. Geht das in die richtige Richtung? Muss da nochmal was angepasst werden? Und stellen außerdem die Moderation, die dann während der Beratungstage vor Ort durch die Beratung führt. Sie als Hochschule oder Verbund haben sozusagen das Ganze von Ihrer Seite aus im Blick. Das heißt, als verantwortliche Hochschulleitung leiten Sie mit den KoordinatorInnen und dem Projektteam das Verfahren an der Hochschule selbst, sind mit uns in regelmäßigem Austausch über das Jahr hinweg und ja, erstellen die Selbstreflexion zu Beginn der Beratung, auf der dann eben das ganze Verfahren auch basiert und aufbaut. Außerdem begleiten sie dann Folgeprozesse, also alles, was vielleicht durch die Beratung angestoßen wird, dass das nicht ins Leere läuft, sondern eben ja, eine Nachhaltigkeit gegeben ist. Dann haben wir noch die Peer-ExpertInnen, die wir immer so als das Herz der Beratung bezeichnen. Das sind selbst ExpertInnen aus der HFD-Community. Die sind teilweise InnovatorInnen an der eigenen Hochschule, haben dort ja, Projekte angestoßen
und oder haben teilweise auch selbst schon eine Beratung mit der eigenen Hochschule durchlaufen. Das heißt, haben da auch eine Expertise von der anderen Seite. Der Blick ist auch immer ganz wertvoll. Wir bezeichnen sie gerne auch als Critical Friends. Das heißt, wir sollen eben ja, Austausch auf Augenhöhe ermöglichen, dabei kritisch sein, aber immer wohlwollend und ermutigend. Also es geht schon darum, dass wir ja ergebnisorientiert und unterstützend für sie Empfehlungen formulieren und eben nicht einfach ja, kritisieren als Selbstzweck. Genau, das letztendlich sieht das Ganze dann in dem gesamten Beratungsprozess so aus. Wir haben hier so ein anschauliches Bild, wo Sie die einzelnen Phasen einmal aufgereiht sehen. Wir starten sozusagen nach der Auswahl und der Bekanntgabe der Hochschulen, die an dem Prozess teilnehmen, mit einer Selbstreflexion. Das wird von der Hochschule selbst erstellt, in der Sie darlegen, wie der aktuelle Stand an der Hochschule ist, was es vielleicht schon für Vorarbeiten gegeben hat, was Sie sich für Schwerpunkte für die Beratung vorgenommen haben oder vornehmen wollen und eben ja letztendlich Ihre Ziele und Wünsche für die Beratung. Dann im Frühjahr nächsten Jahres werden dann die Beratungsbesuche an der Hochschule selbst stattfinden. Das sind jeweils ja immer ein zweitägiger Beratungsbesuch ist das immer, in dem wir in Gesprächsrunden und Workshops mit unterschiedlichen Statusgruppen der Hochschule sprechen und dort eben versuchen herauszufinden, wo sind die Stellschrauben, an denen ja, wir noch schrauben können, wo wir sie unterstützen können. Und davon ausgehend formulieren wir gemeinsam mit den Peer-ExpertInnen einen Empfehlungsbericht, den wir Ihnen dann im Nachgang zur Verfügung stellen. Sie bekommen den und suchen sich dann sozusagen ja, die Punkte raus, mit denen Sie gerne weiterarbeiten wollen, und erstellen daraus einen Actionplan. Das heißt, das ist für uns dann immer noch mal ganz spannend zu sehen, was nehmen Sie davon auf, von den Empfehlungen, die wir Ihnen gegeben haben, woran möchten Sie weiterarbeiten und wie geht dieser Prozess eben nach unserer Beratung dann weiter? Am Schluss haben Sie die Möglichkeit, in ein Alumni-Programm mit aufgenommen zu werden, mit allen Hochschulen, die bereits an dem Verfahren teilgenommen haben, und können sich da eben weiterhin auch austauschen. Während dieser ganzen Zeit haben wir drei hochschulübergreifende Workshops mit Ihnen vor. Das heißt, wir starten einmal mit einem Auftakt-Workshop, haben dann zwischendrin nochmal einen Austausch-Workshop und am Schluss einen abschließenden Workshop. Und eben zu diesen unterschiedlichen Zeitpunkten werden auch unterschiedliche ja, Fragestellungen, Auseinandersetzungen im Fokus stehen, je nachdem, in welcher Phase der Beratung Sie sich befinden. Und was ich eben gerade schon mal gesagt hatte, natürlich läuft während der Zeit der Austausch mit der Koordination vom Hochschulforum Digitalisierung und wir schauen uns die Termine an, stimmen die Beratung ab und so weiter. Huch, jetzt bin ich ans zu weit gegangen. Ich wollte Ihnen nämlich noch etwas zur Interessensbekundung sagen. Jetzt kommen wir eher so in den Teil, was ist letztendlich für Sie relevant, wenn Sie sich bewerben möchten. Die Interessensbekundung ist eben Teil der Bewerbung. Das heißt, Sie erstellen eine formlose Interessensbekundung, die sollte maximal 5 Seiten umfassen und mit der Unterschrift der Hochschulleitung versehen sein. Darin würden Sie uns dann einen kurzen Überblick über die Hochschule oder den Verbund geben, legen uns auch dar, wie der aktuelle Stand der strategischen Auseinandersetzung im Bereich Digitalisierung in Studium und Lehre ist, welche Zielstellungen Sie sich aber auch vorgenommen haben. Also wir haben da immer die Vorgabe sozusagen, dass Sie zwei Schwerpunkte sich raussuchen, die Sie mit der Beratung fokussieren wollen. Das würden Sie da auch schon mal drin darlegen. Und dann ja, geben Sie uns auch einen Einblick darin, an welche Punkte die Peer-to-Peer-Beratung dann anknüpft. Also was für Prozesse und Strukturen gibt es schon an der Hochschule? Wo würden wir dann sozusagen einsteigen mit der Beratung? Außerdem
ist uns noch wichtig, was ich ja schon gesagt hatte, dass es ein partizipativer Prozess ist. Das heißt, sie würden uns auch darlegen, welche Maßnahmen sie ja, ergreifen, um alle AkteurInnen der Hochschule mit in diesen Prozess einzubinden und ja, geben uns aber auch nochmal einen Einblick darin, was eigentlich ihre konkreten Erwartungen an die Peer-to-Peer-Strategieberatung sind. Also wann ist das Verfahren aus Ihrer Sicht erfolgreich und geglückt? Zum Auswahlprozess. Also wir haben letztendlich, der Auswahlprozess besteht aus einer Jury-Sitzung mit einem achtköpfigen Team. Das besteht aus dem Lenkungskreis des Hochschulforum Digitalisierung und externen ExpertInnen. Und die schauen sich eben diese Interessensbekundungen an in einer gemeinsamen Sitzung und prüfen die darauf, ob es ein schlüssiges Gesamtkonzept gibt der Interessensbekundung, ob sie klare Herausforderungen und Ziele benannt haben und ob es schon Vorarbeiten gibt, an die wir anknüpfen können. Außerdem, das hatte ich vorhin auch schon mal angesprochen, ist auch die Nachhaltigkeit der Beratung uns wichtig, also dass es nicht ins Leere läuft, sondern sie danach weiter an den Empfehlungen arbeiten können oder das in Prozesse eingebunden ist, die eben auch nach der Beratung weiterlaufen. Und ja, ob sie Maßnahmen haben, die eben die verschiedenen AkteurInnen mit in den Prozess einbinden. Ganz kurz noch zur Timeline der Peer-to-Peer-Beratung. Das können Sie sich gerne auch im Nachgang nochmal anschauen. Ich glaube, das Wichtigste für Sie ist jetzt an der Stelle zu wissen, dass die Frist der Einreichung für die Interessensbekundung der 28.06. ist. Einen Monat später ungefähr werden wir dann bekannt geben, welche Hochschulen ausgewählt werden für das Verfahren. Und dann sehen Sie noch die Termine oder die ungefähren Zeiträume für die übergreifenden Workshops mit allen teilnehmenden Hochschulen. Werden wir den ersten im Herbst 2024 haben, im Dezember dann einen zweiten Austauschworkshop und dann voraussichtlich erst im nächsten Jahr im September den Abschlussworkshop. Die Beratungsbesuche selbst finden wahrscheinlich zwischen Februar und April statt. Das ist so ungefähr der Zeitraum, den wir immer fokussieren. Die Termine stimmen wir dann mit Ihnen konkret ab. Und die Empfehlungsberichte, vielleicht auch noch ganz interessant, die werden ungefähr 8 bis 10 Wochen eher nach den Beratungsbesuchen bei Ihnen eintreffen. So viel, jetzt habe ich sehr viel geredet. Erstmal zur Bewerbung. Hier noch einmal die Frist. Und dann haben wir noch so ein paar Hinweise für Sie. Das können Sie sich gerne auch im Nachgang nochmal anschauen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, sich im Bereich Strategie im Hochschulforum Digitalisierung umzuschauen. Wir haben einen Selbstlernkurs, unterschiedliche Publikationen, ein Magazin, in das Sie gerne reinschauen können. Und was für Sie vielleicht auch noch spannend ist, wir haben Ihnen da auch schon einmal die allgemeinen Leitfäden verlinkt für die Strategieberatung. Das heißt, es gibt einmal einen allgemeinen Leitfaden, der Sie so ein bisschen detaillierter noch durch das ganze Verfahren führt, was passiert wann. Und einmal den Leitfaden zur Selbstreflexion, also wie würde so eine Selbstreflexion dann letztendlich aussehen, was sind so die unterschiedlichen Schwerpunkte, Absätze, die darin ja, vorkommen. Abschließend noch einmal das Team. Das hatte ich gerade schon mal erwähnt. Meine Kollegin Barbara Wagner, Melanie Ewert, Jasmin Imhof und ich, wir sind eben die vier Koordinatorinnen in dem Verfahren und freuen uns sehr auf Ihre Interessensbekundungen und Sie dann hoffentlich im nächsten oder in diesem Jahr schon zu begleiten. Und damit würde ich auch einmal gerne an dich abgeben, Barbara, für den etwas interaktiveren Teil. Vielen Dank, Aline. Und ja, ich glaube, jetzt wird es richtig spannend. Jetzt geht es nämlich um die authentischen Erfahrungen mit der Beratung. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich Birgit Oecker von der
Hildesheim und Pierre Schmidt von der BTU Cottbus-Senftenberg heute die Zeit nehmen für uns und berichten. Herr Schmidt meinte in Rekordgeschwindigkeit zum Peer-to-Peer-Alumni, denn tatsächlich ist die Beratung selbst, also die Beratung, sagen Sie, haben wir den Prozess gesehen, erst 4 Wochen her. Und Herr Schmidt, vielleicht, wie geht es Ihnen jetzt? Ich weiche ein bisschen von unseren Fragen ab, aber so 4 Wochen nach der Beratung, wir sind natürlich gespannt. Ja, also wir haben das überaus positiv wahrgenommen und es ist heute schon angeklungen. Das war für uns auch ein Prozess, ein Wandel des Selbstverständnisses, also weg von einer Leistungsschau oder von einem Audit, sondern wirklich wahrzunehmen, das ist eine Beratung auf Augenhöhe, das ist ein kollegialer Austausch, in dem man sich auch authentisch darstellt und authentisch vermittelt. Das war ein Prozess, den man auch eingehen muss, weil man so geprägt ist, so sozialisiert, immer im Wettbewerb zu stehen. Und für uns war das aber ganz hilfreich, dieses Selbstverständnis einzurichten. Und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass wir jetzt gleich wieder in die Rolle kommen können, Ihnen diesen Schwung zu vermitteln und dieses Selbstverständnis vielleicht auch mit auf den Weg zu geben. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Und ich habe gerade von meiner Kollegin den Hinweis bekommen, Sie warten ja noch auf Ihre ersten Empfehlungen. Die sind aber sozusagen gerade in Abstimmung mit hier und kommen bald. Ich glaube, das ist dann auch nochmal spannend, das tatsächlich auch nochmal vor Augen zu haben, die ersten Ergebnisse. Genau. Vielleicht nochmal von vorne. Vor einem Jahr waren Sie sicher in einer ähnlichen Situation. Mich würde nochmal jetzt zurückblickend interessieren, mit welcher Motivation sind Sie da ursprünglich reingegangen in die Beratung? Vielleicht auch, wer war so die treibende Kraft an der BTU bei dem Ganzen? Eigentlich war das so ein Zusammenfinden von Akteuren, die allesamt in strategischen Prozessen ja auch eingebunden sind, im Rahmen des Hochschulentwicklungsplans, Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie, Entwicklung eines neuen Leitbilds Lehre. Und das war eigentlich, das ist zusammengefallen, und wir haben gesagt, das müssen wir jetzt einfach machen, weil es reif ist. Das heißt, es war jetzt nicht ein großer Kraftakt, den wir da eingegangen sind, sondern das war irgendwie eine logische Folge. Und ein bisschen unser Leitspruch ist allerdings auch geworden, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also wir haben immer wahrgenommen, das, was wir uns gerade erarbeitet haben, ist eigentlich ein Ausgangspunkt wieder für die nächsten Schritte. Sie haben das ja auch schon geschildert, der Maßnahmeplan steht für uns jetzt an, und dann eben auch weitere Entwicklung auf der Basis dieser Empfehlung. Ziel war für uns, einmal den Prozess natürlich bei uns an der Hochschule zu katalysieren, aber eben auch diesen Außenblick zu nutzen, um mit der Hochschulgemeinschaft gemeinsam ja ein bisschen den Blick zu weiten und zu öffnen. Und natürlich gibt es immer auch Widersprüche in der Hochschule und unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansätze, gerade in der Frage der Digitalisierung. Und wir hatten das Ziel, wirklich ja, diese Widersprüche auch aufzudecken und dafür auch einen Umgang zu finden. Wie kann man das dann doch in einem demokratischen Prozess aushandeln? Was für uns dann ganz wichtig war, wir haben uns zwei Schwerpunkte gesetzt, nämlich einmal Flexibilisierung und Individualisierung von Studium und Lehre und Curriculumsentwicklung mit der Verankerung von fachübergreifenden Future Skills. Insbesondere Flexibilisierung und Individualisierung mit dem Hintergrund, dass wir einmal eine Hochschule mit zwei Hochschulstandorten sind, die 40 Kilometer voneinander entfernt sind und dass wir Teil in einem europäischen Hochschulverbund sind, sodass die Frage einer makrodidaktischen Organisation von flexiblen Zugängen zu Studienformaten relevant ist, uns da umgetrieben hat. Natürlich, das wird aber auch alle anderen Hochschulen in ähnlicher Weise betreffen, die zunehmende Heterogenität der Studierendenschaft, die heterogenen Studien- und Lebensbedingungen unserer Studierenden, die wir dann auf mikrodidaktischer Ebene auch nochmal ansprechen wollten. Also wie kann ich innerhalb einer Lehrveranstaltung mit verschiedenen Formaten das Ganze auch für die Studierenden erfolgreich gestalten? Und auch das war eine Herausforderung, dann immer zu adressieren. Es geht nicht um Digitalisierung, um der Digitalisierung willen, sondern im besten Sinne eben um Blended Learning. Also wie kann ich komplementäre Formate schaffen? Das hatten wir schon als Idee natürlich da. Da sind wir jetzt nicht völlig unbeleckt reingegangen in den Prozess, aber eben gemeinsam mit den Peers
da mögliche Verfahren zu diskutieren, war für uns ganz erfolgreich. Und die Future Skills sind wir eigentlich mit einer Erwartung reingegangen, ein BTU-spezifisches Kompetenzmodell zu entwickeln, das auch Bezug nimmt auf die Aufgaben, die wir im Strukturwandel haben, in den Transformationsprozessen, die natürlich in der Lausitz exemplarisch sind, die aber, glaube ich, auch überregional von großer Bedeutung sind. Und da haben wir uns eine ganz andere Sicht jetzt entwickeln können, dass man eben nicht so ein Holzklotzmodell hat, sondern dass man das entlang des Student Lifecycle ausrichtet, und eben auch Fachspezifika mit einbindet. Dann berichte ich jetzt schon ein bisschen über die Ergebnisse, aber das zeigt ja auch auf, mit welcher Erwartung sind wir reingegangen und wie hat sich diese Erwartung erfüllt. Ja, dazu erstmal. Ja, vielen Dank, Nils. Auch total spannend. Ich glaube, so die inhaltliche Perspektive treibt hier auch alle um. Vielleicht nochmal zum Vorgehen. Wenn die Personen jetzt hier vorhaben, eine Interessenbekundung einzureichen, wie sind Sie vorgegangen? Wie breit haben Sie die Einbindung zu dem Zeitpunkt gemacht? Sie hatten vorher das Stichwort demokratische Prozesse. Das wäre vielleicht auch nochmal spannend, wie Sie da schon eingebunden hatten. Also wir hatten eine ganz gute Ausgangssituation, dass wir die Strategie Digitalisierung in Lehre und Studium schon in einem partizipativen Prozess mit einem Beirat ent entwickelt hatten. Das heißt also, dieses Commitment war schon da. Wir haben dann einen Auftakt-Workshop zur Interessenbekundung gemacht, unter meiner Leitung als Vizepräsident Studium und Lehre. Wir haben Lehrende und vor allen Dingen auch die Fakultätsreferentinnen, die zentralen Einrichtungen und die Abteilung mit eingebunden, sodass also verschiedene strukturelle Ebenen auch ihre Bedarfe äußern konnten, und haben danach ein internes Projektteam gebildet, das aus 4, 5 Mann mit leicht wechselnder Besetzung gearbeitet hat. Und das war ganz wichtig. Also immer dieses, es ist eine Koordination da, wirklich eine Stringenz durch das interne Projektteam. Und es ist immer auch wieder der Austausch mit der Hochschulöffentlichkeit über die partizipativen Prozesse. Die haben wir dann lückenlos fortgesetzt, nochmal mit einem Kickoff, nachdem wir die Bewilligung hatten. Wir haben in der Folge dann themenbezogene Workshops durchgeführt und auch nochmal einen Abschlussworkshop zur Erstellung des Selbstberichts. Ja, das war richtig viel Arbeit begleitend, ne, rund um diese Beratungstage. Das hört man schon raus. Also das machen aber nicht alle Hochschulen so. Das können wir, glaube ich, auch dazu sagen. Ich glaube, da waren Sie schon sehr auch mit einem gewissen Ambitionsgrad mit dabei, die BTU. Also das kann ich vielleicht auch so vorausschicken. Es ist keine Voraussetzung, dass man so viele Workshops auch an der eigenen Hochschule macht. Für Sie war das eben der passende Modus, um alle einzubinden. Genau, ja. Das ist auch nochmal wichtig, vielleicht dazu zu sagen. Mit Blick auf den Prozess bisher, gab es etwas, wo Sie sagen würden, das war ganz besonders wichtig, dass es am Ende auch erfolgreiche Beratungstage gab, die Peers gut eingebunden werden konnten? Also, Sie haben es gerade gesagt, für uns BTU-spezifisch war wirklich dieser partizipative Prozess einmal ganz wichtig, damit wir nicht jetzt einen Haken, weil wir wollten ja eben nicht so einen Begutachtungsprozess und dann gibt es einen Bericht und den hängt man sich irgendwie in die Vitrine, sondern wir wollen ja daraus was weiterentwickeln. Und deswegen war der partizipative Prozess wirklich für uns ein zentrales Element. Was wir super fanden, das ist heute, glaube ich, noch gar nicht so angeklungen, war das Finden einer Tandem-Uni. Wir haben uns mit der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg zusammengetan. Das war ein super Austausch, einfach so. Wie man sich unter Freunden austauscht, welche Probleme, welche Herausforderungen sind zu bewältigen. Und dann auch mal zu merken, dass eben nicht alles fein ist und nicht alles glatt läuft, sondern dass man einfach auch mal Schwierigkeiten überwinden muss. Und die Abstimmung mit dem HFD fanden wir eben in diesen regelmäßigen Abständen auch ganz gut. Insbesondere eben das eigene Selbstverständnis zu schärfen. Was erwarten wir von dem Prozess? Wie gehen wir in den Prozess rein? Weg von der Leistungsschau hin zur wirklich einer offenen Beratung, zu einer authentischen Präsentation und auch ja, zu einer offenen Formulierung, welche Bedarfe haben wir, was erwarten wir von den Peers? Vielen Dank. Genau, ich hätte es jetzt auch noch angesprochen, weil es mir vorher aufgefallen ist, wir haben es als Information unterschlagen. Wir bemühen uns immer,
zwei Hochschulen in einem Tandem zusammenzubringen, also Hochschulen, die durch den Prozess zusammengehen, um so einen Austausch auf Augenhöhe nochmal zu schaffen über das ganze Jahr. Da ist uns ein gutes Match gelungen mit der OFBU in Magdeburg und ja, idealerweise ist das eben auch noch ein Begleitelement, das eben bei, ja, bei den Herausforderungen im Prozess unterstützt. Herr Schmidt, wir haben leider nicht mehr Zeit. Herzlichen Dank. Ich würde jetzt einmal kurz zu dir, Birgit, rüber switchen. Du hast das Ganze in einer bisschen anderen Rolle an der Uni Hildesheim vorangetrieben, nämlich als Koordinatorin. Vielleicht magst du aber noch mal ganz kurz sagen, wie sonst deine Rolle ist an der Universität. Das sind so viele Sachen, die du machst. Vielleicht kannst du es für die Teilnehmenden hier einmal kurz zusammenfassen. Ja, ich bin zum einen in der Geschäftsstellenleitung des Zentrums für digitalen Wandel, ein Zentrum, was sich mit Digitalisierung in Forschung, Lehre und Transfer befasst. Mit einem anderen koordiniere ich ein von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördertes Einzel- und auch das Verbundprojekt. Wir haben also beides. Und das Einzelprojekt ist sehr groß, also sind 25 Leute beteiligt. Und da geht es natürlich originär um die Digitalisierung der Lehre. Genau, und in dieser Rolle sozusagen bin ich da unterwegs. Jetzt bin ich zusätzlich noch, oder wir haben jetzt kleine strukturelle Änderungen oder Dinge, die wir dann nach der Peer-Beratung umgesetzt haben. Dazu gehört die Einrichtung einer Servicestelle, in die ich jetzt wechsle. Von daher ist das dann meine zukünftige Aufgabe an unserer Universität. Genau. Und da die Projekte alle vom, will ich das noch sagen, da vom hauptamtlichen, hauptberuflichen Vizepräsidenten für Studium und Lehre, Herrn Sander, bei uns an der Uni koordiniert werden, hat man natürlich einen direkten Draht in das Präsidium, gerade auch wenn es um Studium und Lehre geht. Also da ist eine ganz enge Zusammenarbeit durch das Projekt schon gegeben und das war natürlich auch total fruchtbar für diesen Peer-Beratungsprozess, wo wir dann natürlich auch noch viele andere AkteurInnen mit eingebunden haben. Vielen Dank. Ich glaube, man versteht man, wie du sozusagen aufgehängt bist an der Universität. Mit welchen Schwerpunkten oder aus welcher Motivation habt ihr euch sozusagen für das Verfahren, das muss ich jetzt dazu sagen, das waren ja vorher, wir waren genau fast vor einem Jahr bei euch mit den Beratungstagen. Genau, also fast beinahe auf den Tag genau, sozusagen. Tatsächlich ist uns das so ergangen wie wahrscheinlich vielen anderen. Wir sind klassisch eine oder verstehen uns als eine Präsenzuniversität auch nach wie vor. Aber durch die Pandemiesemester hat sich natürlich bei uns auch einiges verändert und diesen gewonnenen Schwung wollen wir natürlich weiter nutzen und hatten grundsätzlich den Willen, dass wir uns strategisch mit Hochschulbildung im digitalen Zeitalter bei uns an der Uni aktiver auseinandersetzen. Und wir hatten uns zwei strategische Ziele gesetzt: einmal die Erhöhung des Studienerfolgs unter der Berücksichtigung dieser zunehmenden Diversität, die der Kollege eben auch schon angesprochen und dargelegt hat, und eben die Förderung der Future Skills bei Studierenden und Lehrenden. Das waren unsere beiden Ziele, weil wir festgestellt haben, dass wir so einen dringenden Bedarf sozusagen für eine Unterfütterung mit einer konkreten und auch später operationalisierbaren Strategie haben. Darüber hinaus sind wir noch so ein bisschen von einem institutionellen Wechsel bei uns gew betroffen gewesen. Und wir haben eine neue Präsidentin bekommen. Da war also ein Wechsel im Präsidialamt. Und die Präsidentin, Frau Kallenrode, hat bei uns an der Uni einen Gesamtstrategieprozess eingeleitet, sozusagen ihre Amtszeit damit zu beginnen, die Ausrichtung und als Gesamtstrategie der Uni auf den Weg zu bringen. Und das war für uns total genial, dass wir quasi dann parallel zu diesem Gesamtstrategieprozess auch den Strategieprozess für die Digitalisierung in Studium und Lehre voranbringen konnten. Da haben wir sehr von profitiert, dass wir sozusagen da in Sachen Strategie ohnehin an der Uni unterwegs waren und uns dann nochmal fokussieren konnten durch die tolle Peer-Beratung, da eine super Begleitung gefunden haben. Birgit, du hast ja sozusagen in deiner Rolle, sind bei dir alle Fäden zusammengelaufen als Koordinatorin an der Universität. Kannst du was dazu sagen, wie viel Ressourcen das ungefähr eingenommen hat? Ja, also ich bitte um Nachsicht, dass ich die Stunden jetzt nicht ausgerechnet habe. Ich hätte ja meinen Time-Tracker nochmal befragen können, aber ich habe es doch vermieden. Aber ich sage mal, was wir so konkret gemacht haben. Wir hatten wöchentliche Meetings mit der Projektgruppe im Umfang von einer Stunde, manchmal eine und eine Viertelstunde. Wir haben uns jeden Freitagmorgen um 8 getroffen, um an der Peer-Beratung zu arbeiten. Und darüber hinaus hat man natürlich als Koordinatorin dann unter der Woche auch nochmal dieses und jenes zu tun, vorzubereiten, dafür zu sorgen, dass die Sitzungen effizient laufen, Aufgaben zu verteilen, Abstimmungen mit dem HFD oder unhochschulintern vorzunehmen.
Und natürlich beteiligt man sich selbst auch inhaltlich. Auch da geht noch ein bisschen Zeit ins Land. Und darüber hinaus haben wir dann nochmal so Einzelmaßnahmen gehabt. Zum Beispiel haben wir zweimal eine dreistündige Schreibwerkstatt für die Erstellung des Selbstberichtes organisiert. Im Unterschied auch zu der BTU haben wir tatsächlich nicht so viele Workshops gemacht. Also nur, wie gesagt, wenn es jetzt einen konkreten Bedarf dafür gab. Also bei uns war der Prozess, glaube ich, ein bisschen anders innerhalb der Universität. Genau, und vor den Besuchstagen würde ich jedem Koordinator oder jeder Koordinatorin empfehlen, sich ein bisschen frei zu schaufeln in Sachen Zeit. Da fällt dann doch das eine oder andere nochmal an, bis hin zu die Finalisierung von solchen Berichten und so. Das braucht immer Zeit. Oder wenn man ein gutes Team drumherum hat, dass man ein bisschen Aufgaben verteilen kann, dann geht das ja auf jeden Fall auch. Also es ist nicht so, dass man es aus der Hand schütteln kann, aber es ist auch nicht so, dass man das, wenn man viele Aufgaben an der Uni hat, nicht auch schaffen kann. Also das, glaube ich, war für uns sehr gut zu wuppen an der Stelle und hat viel Freude bereitet, kann ich an der Stelle auch verraten. Ja, gleichfalls. Also kann ich zurückgeben. Ich durfte koordinieren auf unserer Seite. Vielleicht eine kurze Frage. Wenn du dir jetzt überlegst, welche Unterstützung noch gut gewesen wäre an deiner Hochschule, so jemanden, der dir vielleicht so ein bisschen Orga-Themen abnimmt, das ein oder andere Planungsthema, Catering und so weiter, es sind ja oft die Kleinigkeiten, die am Ende nerven. Würdest du da noch einen Wunsch formulieren oder einen Tipp formulieren können für die interessierten Hochschulen? Also ich glaube, es war schon so, ich hatte jetzt zwar offiziell die Koordinatorinnenrolle oder Koordinatorenrolle drin, inne, aber wir hatten schon ein sehr enges sogenanntes Kernteam, die so vier Personen, die sich ganz zentral gekümmert haben. Und das war erheblich von Vorteil, weil man sich sehr schnell kurzschließen konnte und weil man sich auch Aufgaben sehr stark teilen konnte. Beim nächsten Mal, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass man sich noch konkreter für Einzelaufgaben nochmal jemand an die Seite nimmt, vielleicht das sogar als kollegiales Team macht, diese Koordinierungsrolle, dass man sich das auch definitiv teilt. Also das kennt man ja von Schulen, so dass die manchmal so kollegiale Leitungen oder so haben. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch als Tandem sehr spannend wäre, wenn man gut und eng zusammenarbeitet. Und was die tatsächlichen so organisatorischen Dinge vor den Beratungstagen anbetrifft, da darf ich sagen, hatte ich Gott sei Dank Unterstützung. Also das hat zum Glück das Präsidium alles organisiert. Das war total hilfreich. Also wir haben uns tatsächlich sehr auf die inhaltlichen, formalen Dinge dann in dieser Peer-Beratung konzentrieren können. Wunderbar. Genau, da ist die Parallele jetzt auch zur BTU. Es gab da auch ein Kernteam, das sehr eng zusammengearbeitet hat. Deshalb der Finger hoch bei Herrn Schmidt. Ganz kurz zur internen Kommunikation. Hast du da noch Tipps parat für interessierte Hochschulen? Also ich glaube, wir würden, wenn wir so einen Prozess nochmal machen würden, würden wir es, glaube ich, noch aktiver und offensiver kommunizieren, als wir es letztes Mal gemacht haben. Wir haben versucht, die zentrale Kommunikation in die Hochschulgremien bei jeder erdenklichen Möglichkeit zu gestalten. Also natürlich auch vor allem durch den HVPL, der in allen Gremien und Sitzungen immer auch auf diese Peer-Beratung hingewiesen hat. Natürlich hatten wir die Fachbereiche auch entsprechend informiert. Wir haben versucht, diese Beratung und das, was wir dort machen und welche Fragen wir dort auch haben, auch immer in unseren Teams, zum Beispiel in diesem großen Digitalisierungsprojekt, da sind 25 bis 30 Leute beschäftigt und die haben alle ihre eigenen Netzwerke auch in Fragen der Digitalisierung. Auch da haben wir es natürlich immer wieder gestreut und auch reflektiert. Wir haben eine gezielte Auswahl für das Projektteam getroffen, mit dem Wunsch, Statusgruppen zu berücksichtigen, bestimmte Fachbereiche, aber auch Leute, wo wir wussten, da ist schon viel Energie für Digitalisierung in der Lehre und viel Expertise da. Da haben wir versucht, gut zu mischen, die Hochschulentwicklung mit reingenommen und so weiter. Wir haben Pressemitteilungen geschrieben, mehrfach über diese Peer-Beratung. Und was für uns nochmal wichtig war, war wirklich, dass wir eben in diesen ganz kurzen Zyklen gearbeitet haben, also immer diese Freitagsmeetings wöchentlich. Das war für jeden ein Pflichttermin, also eher kürzere und häufigere Meetings und kleine Schritte machen und die Aufgaben gut verteilen. Das hat uns, glaube ich, sehr geholfen und wir haben versucht, so eine ganz zentrale Dokumentation ganz niedrigschwellig für das Projektteam erreichbar zu halten. Und in der Nachschau würde ich sagen, dass wir wahrscheinlich die Fachbereiche nächstes Mal oder bei einem Mal noch früher enger einbinden würden. Also wir hatten natürlich FachbereichsvertreterInnen in unserem Projektteam, aber die nochmal aktivere Einbindung in die Gestaltung des Selbstberichtes, darüber würden wir, glaube ich, beim nächsten Mal noch transparenter, noch aktiver,
in die Gremien gehen und dazu berichten. Hinterher haben wir das gemerkt, dass wir dann natürlich in der Vorbereitung der Beratungstage alle eingeladen haben und so weiter. Aber das hätte man auch schon etwas eher machen können. Da fand ich das, was von der BTU eben vorgestellt wurde mit den Workshops und so, das hat mich gerade sehr fasziniert, wo ich denke, ja, das hätte uns an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, auch ganz gut getan, da immer noch mal etwas dazwischen zu schieben und einfach die Diskussion, den Stand des Selbstberichtes noch mal darlegen zu können oder gespiegelt zu bekommen. Das war übrigens für uns sehr spannend, von den Peers unseren Selbstbericht gespiegelt zu bekommen. Uns wurde dort eine zu selbstkritische Haltung dann aufgezeigt. Und das war für uns sehr überraschend als Universität, aber auch umso wertvoller, weil wir damit sehr, sehr gut arbeiten konnten. Und überhaupt ist diese ganze Beratung für uns extrem wertvoll gewesen. Also diese Beratung auf Augenhöhe, wie es jetzt hier schon vorgestellt wurde, die ist für alle Menschen, die daran teilgenommen haben und für die Universität als Institution eine Bereicherung oder ein Geschenk, das muss man sagen. Das war Vielleicht sehr wertvoll. kannst du es auch nochmal konkretisieren. Jetzt ein Jahr später gibt es schon konkrete Schritte. Du hast gesagt, dein Aufgabenbereich ändert sich ja tatsächlich ein bisschen mit so einer zentralen Servicestelle. Hast du sonst noch konkrete Beispiele, Maßnahmen oder Änderungen, die ihr darauf durch diese Impulse angegangen seid? Ja, also zum einen kann man sagen, dass natürlich alle Beteiligten an diesem Prozess auch jetzt irgendwie stärker nach wie vor intern zusammenarbeiten. Auch wenn die Beratung abgeschlossen ist, führt das ja immer zu neuen Vernetzungen und Initiativen. Wir haben tatsächlich strukturell bei uns an der Universität eine Senatskommission für Studium und Lehre eingerichtet in diesem Jahr. Und die ist so strukturiert, dass es da ständige AGs und Fokusgruppen gibt. Und natürlich gibt es auch eine ständige AG Digitalisierung, die ich auch moderieren darf. Und da haben wir eine neue Fokusgruppe eingerichtet, die heißt Post-HFD, wo wir uns tatsächlich mit genau dem, was jetzt im Anschluss an die Peer-Beratung bei uns stattfinden wird und soll, nochmal auseinandergesetzt haben, den Empfehlungsbericht nochmal gesichtet, diskutiert und geguckt, was übernehmen wir davon, wie und wer kümmert sich darum, wo brauchen wir noch eine Fokusgruppe, die sich um unsere Pendleruniversität kümmert. Das sind alles Ideen aus der Beratung, die wir aufgreifen werden. Darüber hinaus haben wir in den Zielvereinbarungen mit unserem Land tatsächlich auch die Digitalisierungsstrategie für Studium und Lehre und die Entwicklung einer Lehrcharta aufgenommen und dafür auch Ressourcen vorgesehen. Wir bekommen jetzt eine Referentin für digitale Lehre, die sich genau um die nächsten 2 Jahre um die Entwicklung der Strategie und eben auch der Lehrcharta kümmern wird. Und das ist natürlich für uns auch großartig, dass wir da die Möglichkeit haben, das wirklich so auch voranzubringen. Die Servicestelle, die uns empfohlen wurde, für die digitalen Lehr-Lehrformate, also so einen Education Support einzurichten, das haben wir gemacht. Richtig starten wird es im Juni. Also wir sind zwar schon tätig, aber so der offizielle Launch erfolgt dann nächsten Monat. Und wir haben unsere eigene Zusammenarbeit aus dieser Erfahrung heraus, in so kurzen, ja sprintartig zu arbeiten, kurze Zyklen, kleine Aufgaben. Die haben wir nochmal wieder übernommen in diese neue Kommission, die sehr in den ständigen Arbeitsgruppen und Fokusgruppen sehr autonom arbeiten kann, sehr kurzfristig Themen voranbringen möchte. Auch das war eine Empfehlung auch aus der Peer-Beratung, weil natürlich bei so einem Gesamtstrategieprozess auch manchmal so leichte Ermüdungserscheinungen in Sachen Strategie an einer Uni festzustellen sind. Und das hat uns auch sehr geholfen. Darüber hinaus haben wir uns innerhalb der beratenden Projekte, also im letzten Mal ein HFD-Lead hat sich da ergeben. Ich berate mich mit einem Kollegen von der TUBAF und das ist auch sehr wertvoll, geht hinzu, wir wollen gemeinsame Anträge machen. Also selbst da gehen wir nochmal sehr schön voran. Wir haben die STIL-Projekte verlängert, das spielt auch rein. In Niedersachsen kommt wahrscheinlich das Stufenlehramt. Und wenn es denn politisch entschieden ist, das dürfte wohl nächsten Monat die Entscheidung fallen. Und dann wird es so sein, dass wir in der Lehramtsausbildung sehr stark hochschulübergreifend denken müssen, weil dann nicht mehr alle Universitäten alle Fächer vorhalten können. Und dann kommen wir um die Digitalisierung der Lehre so gar nicht mehr drum herum, sondern kriegt das nochmal einen ganz anderen Schwung. Also von daher gibt es viele Entwicklungen rechts und links, die unseren Strategieprozess total befördern und die jetzt dazu führen, dass wir sehr, sehr viel, was aus der Beratung in den Empfehlungen formuliert wurde, jetzt auch nutzen können und direkt dann auch umsetzen werden. Vielen Dank für die Einblicke, auch wie es danach weitergeht und der Austausch auch darüber hinaus fortgesetzt wird. Herzlichen Dank, Birgit. Herzlichen Dank, Herr Schmidt, für die Sehr Einblicke. gerne.
Sehr gerne, dem Teilnehmenden noch die Chance geben, entweder an Sie, an euch beide noch Fragen zu richten oder eben an uns, ans Team. Ich habe gesehen, wir würden dann tatsächlich die Aufzeichnung anhalten und dem virtuellen Raum auf Wiedersehen sagen, damit wir dann in die Diskussion gehen können.